Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Die Spannung steigt. Werden wir es noch schaffen, in Liga 2 aufzusteigen? Mal sehen. Ich habe mich auf jeden Fall wieder um Chemistry Styles gekümmert, dass wir jetzt auch alle entsprechend ausrüsten können. Bei Perisic habe ich es so gemacht, da wollte ich halt auch wieder Catalyst haben, genau wie bei Traxler. Weil ich einfach denke, dass Pass und Tempo die Sachen sind, die man verbessern sollte bei den beiden Spielern. Einen guten Abschluss haben sie, trippeln können sie auch ganz gut. Perisic nicht ganz so gut wie Traxler, aber das reicht. Und da habe ich mir den Catalyst nicht gekauft, weil der Chemistry Style kostet 1100 Coins, sondern ich habe mir einfach Perisic mit dem Chemistry Style neu gekauft und der hat nur 1600 gekostet. Das heißt, den anderen Perisic kann ich dann logischerweise verkaufen für mindestens 700 und da ist es dann preiswerter, als wenn ich halt direkt mir diesen Chemistry Style gekauft hätte. Für Nainggolan habe ich mir auch eingeholt und zwar habe ich mir für Nainggolan genau, Deadeye, Schuss und Pass, das sind die zwei Sachen, die ich verbessert haben möchte. Mit den anderen Sachen bin ich zufrieden. Und ja, also man sieht jetzt logischerweise, die Werte sind jetzt nicht so wichtig, die da auf der Karte stehen. Es geht ja vor allem darum, wie er sich spielen lässt. Natürlich habe ich auch ein bisschen auf die Ingame-Werte geachtet, aber ich denke, gerade der Schuss von Nainggolan, den hätte ich gerne verbessert und den Pass ebenfalls. Deswegen gehe ich da auf Deadeye. So. Dann müsste ich eigentlich noch einen haben für Handanovic. Und zwar Glove. Der gleiche wie bei Leno. Einfach, weil ich bei Handanovic vor allem die Ballsicherheit erhöhen möchte. Die ist nur bei 79. Und es gibt, glaube ich, noch einen anderen. Es gibt, glaube ich, noch einen anderen Chemistry Style, der nicht nur die Ballsicherheit, also der auch die Ballsicherheit erhöht, aber dann irgendwie noch Tempo erhöht oder Abschlagen. Die zwei Werte sind mir halt egal. Das nehme ich wieder Glove. Das macht einfach Hechten. Ballsicherheit und Position, das sind drei Werte, die mir wichtig sind, also nehmen wir das auch. Und dann habe ich noch einen für jemanden außerhalb dieses Teams, und zwar für Vidal, der hat nämlich auch noch keinen. Wo ist er denn? Da drüben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich doch ganz gerne den Schuss noch verbessern würde. Auch er hat zwar einen ganz guten Schuss, aber das eine mal ans Alu, das andere mal ans Alu, dann wieder ans Alu oder daneben. Deswegen Schuss möchte ich verbessern. Dribbling fühlt sich gut an. Defense ist eigentlich auch geil, aber ich brauche kein besseres Tempo, ich brauche keine bessere Physics, ich brauche keinen besseren Pass. Deswegen gehe ich hier auf Schuss und Defense und gebe ihm den Gladiator-Style. So, das sollte dann die Geschichte mit den Chemistry Styles abschließen. Wir spielen jetzt ein Spiel mit der Serie A. Ein Sieg wäre ziemlich geil. Ein Unentschieden wäre noch okay. Eine Niederlage wäre fatal. Weil dann müssten wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Und das wird natürlich nicht ganz so einfach. Ich hoffe also, dass wir dieses Spiel einfach gewinnen. Okay, nur französisches Team, also nur Franzosen. Ribéry, obwohl er ein LM ist, als ZOM ist interessant. Ja, und der Rest, das sind eigentlich fast alles gute Spieler. Natürlich ein sehr, sehr schneller, pacyger, offensives Mittelfeld und Sturm. Lacazette, Ribéry, den linken kannte ich nicht. Rechts war Biabiani, also es ist schon viel Pace in dem Team. Hoffen wir mal, dass uns das nicht stört. Und da haben wir zumindest schon mal den ersten Ballbesitz. Es scheint leicht zu laggen. Das gefällt mir natürlich wie immer nicht. Ich hätte halt einen Tick eher passen müssen mit Hernandez, dann hätte es geklappt, aber so hat das leider zu lang gedauert. Das war natürlich schlecht, weil die Ballannahme nicht so geil war. Ja, Hernandez setzt sich mal durch. Ach, hätte ich vielleicht einen Tick mehr aufziehen müssen mit Lichtensteiner. Oder halt einfach mehr an die Ecke zielen. Aber Lichtensteiner hat eh keinen guten Schuss. Das ist einfach das Problem.
Ah, boah, der Pass vorher auf Lichtsteiner war schön. Macht er denn jetzt? Natürlich links am Tor vorbei. Oh mein Gott. Es musste halt schnell geschossen werden und ich bin halt so blöd und mache den Fehler und schieße daneben. Aber das mache ich ja gerne, aber es passiert glaube ich nicht nur mir. Richtig geiles Stellungsspiel von Lichtsteiner, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Und da haben wir auch Glück, dass der daneben geht. Also eigentlich könnte es jetzt schon 1-1 stehen, wenn wir ganz streng sind, ne? Wobei natürlich mein Tor verdienter gewesen wäre als das vom Gegner, weil der Gegner ja einfach nur einen Fehler gemacht hat und ich hier einfach nur Pech hatte. Und wieder hat der Gegner Glück. Aber glücklicherweise kann er mit dem Glück wieder mal nichts anfangen. Das war so auch nicht geplant. Die leichten Lags, die nerven irgendwie. Sehr schön von Nainggolan. Interessante Grätsche, die merkwürdigerweise auch geklappt hat. Khedira ist wieder dabei, holt hier den Einwurf raus. Schneller Gegner auf jeden Fall. Der gerne grätscht, wie es aussieht. Und auch gerne Flanken spielt. Es ist die Richtung auf jeden Fall nicht mehr die richtige. Sehr schön. Erstmal ein kleines Foul rausgeholt. Aber wir sollten versuchen, wieder so den Gegner einzukesseln wie am Anfang. Also einfach. Wenige Chancen hat zu kontern. Oh, eigentlich ein Foul. Verdammt, ich habe halt gehofft, ich kann den Vorteil nutzen, dass wenn die Flanke nicht funktioniert, ich dann auch den Freistoß bekomme. Aber es hat nicht geklappt. Nicht energisch genug in die Mitte gezogen, das war hier das Problem. Ball war eigentlich auch schon unser. Sehr schön von Alexandro. Oh nein, da sollte der Ball natürlich nicht hin. Ah, glücklicherweise ist Chiellini da. Das hat natürlich wieder nicht geklappt. Was? Wer hat gefoult? Ich habe überhaupt niemanden gesteuert, ey. Oh, genau in Handanovic rein. Haben wir ein Glück, ey. Ach, oh, jetzt könnte es auch schon wieder 2-1 zu den Gegner stehen. Macht es echt eng hier. Also es ist ein spannendes Spiel. Ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich gut. Wir haben beide unsere Chancen. Interessant. Oh, ich bin so blöd, ey. Komm, komm, komm. Oh! Wieder solche scheiß knappen Dinger immer, ey. Wie die mir so auf den Sack gehen. Ich mich immer frag, wieso? Also, wie kann das sein? Müssen konsequenter spielen. Ich glaube, ich probiere jetzt auch mal hoher Druck. Das gefällt mir irgendwie alles nicht so richtig. Aber das Schöne ist, nämlich, im Spiel ist noch alles drin. Es steht nur 0. Wir können immer noch gewinnen. Das ist geil, wie die hier überhaupt nicht mitmachen, meine Spieler.
Ball habe ich nicht vorgelegt. Das hat Hernandez von alleine gemacht. Das hat er richtig gut gemacht, weil dadurch haben wir den Ball verloren. Geil, gut gemacht, Perisic. Schön oben aufgemacht. Alexandro hängt auch nicht bei Biabiani rum, sodass wir... Oh, was ist das denn? Ich habe gepasst, logischerweise. Oh, ich bekomme wieder nicht den richtigen Spieler. So, jetzt gehen wir einfach mal hier über die Außen. Das scheint er nämlich irgendwie nicht ganz so gut zu verteidigen, wie es aussieht. Kein Foul, interessant. Also ein sehr durchwachsenes Spiel, wo der Gegner auf jeden Fall mehr Abschlüsse hatte als ich. Aber ja, das leere Tor, ne? Das ist immer noch das Ding, was irgendwie nervt. Das hat leider nicht geklappt, aber gibt den Einwurf. Es ist aber auch so eng, verdammt nochmal. Es ist so verflucht eng. Abgefälscht, aber nicht rein. Unsere erste Ecke. Erste Ecke in der zweiten Hälfte, auch nicht schlecht. Gucken, wie die Flanke kommt. Oh, ich glaube, die kommt ganz gut. Lini ist jetzt eigentlich nicht so derjenige, der für die Distanzschüsse bekannt ist, aber okay. Jetzt dürfen wir hier auf gar keinen Fall einen Konter riskieren, deswegen vorsichtig spielen. Naja, ein Einwurf von Gegner ist besser als ein Konter, ne? Oh, vielen Dank, wollte ich gerade sagen. Was war denn das aber auch schon wieder für ein Glück, dass der Ball dann genau zum Gegner springt? Ich meine, wenn er den Ball schon nicht annehmen kann, okay, aber dass er dann halt wirklich genau zum Gegner springt, wunderschön. Kein Abseits. Oh, Mann. Ich habe noch nie so ein schönes und krasses Tor geschafft. Irgendwie immer die Fallrückzieher, Seitfallzieher, die richtig geilen, die klappen einfach nicht. Ich meine, ist auch klar, dass die nicht oft klappen, ne? Leeres Tor. Meiner Meinung nach hat auch der Gegner den Ball, den Torwart rausgeholt. Danke, Handanovic. Wir hätten ja den Ball nicht einfach so erlaufen können. Ah, er hält ihn drinnen. Sehr schön. Ein Wurf. Wieder genau hängen geblieben. Oh nein! Dann auch noch so ein Dreckstor, wo einfach nur durchgedribbelt wird, drei Mann von mir vor dem stehen und niemand den Ball wegnimmt. Oh, was für Vollidioten wieder mal in der Abwehr. Nice. Wieder der falsche Spieler. Natürlich, Alu-Treffer, abgefälschter, abgeprallter Nachschuss wird natürlich dann auch noch mega gehalten vom Torwart. Also meiner Meinung nach wäre hier ein Unentschieden definitiv verdient. Aber okay. Ja, ach komm, Freunde. Da können wir auch direkt das Tor selber schießen. Was für ein dummer Dreck. Wie einfach der Gegner in dem Spiel gewinnt, weil er viel mehr Glück hat. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Komm schon, wir haben noch Zeit, wir können das Spiel auch noch drehen. Es sei denn, ich wollte schon sagen, Handanovic hat natürlich einen Fehler gemacht, glücklicherweise wurde er nicht bestraft.
Komm schon, wenigstens noch das Unentschieden. Wenn der Gegner Fehler macht, werden die nicht bestraft. Meine bekommt aber dann direkt der Gegner den Ball. Wie gesagt, am besten war echt dieses leere Tor am Anfang. So geil. Ich musste passen, sonst wäre der Ball weg gewesen. Das kann nicht sein. Konzentration, nicht aufregen. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ich gehe mal auf totaler Angriff. Wir brauchen ja mindestens das Unentschieden. Das bringt uns also nichts. Oh, interessant, dass ich da überhaupt keinen Spieler habe. Das war eigentlich ein Elfmeter, glaube ich. Von daher haben wir jetzt mittlerweile auf jeden Fall Glück. Aber okay. Was? Oh, ich wollte gerade sagen, der Vorteil wäre schon weg. Es leckt das wieder auch mehr, komischerweise. Natürlich bleibt der Pass noch dran hängen, so dass es nichts wird. Verdammt. Na, wenigstens noch eine Ecke. Komm schon, die waren gar nicht so schlecht, die Ecken bisher. Nicht wegrennen, Khedira. Oh, nein, Golan. Na, geil. Das war's quasi. Komm. Ich bin immer noch der Meinung, unentschieden wäre okay. Aber es sieht echt schlecht aus. Foul. Nein! Oh, einmal zu viel X gedrückt. Jetzt kommt auch das noch dazu. Richtig geil. Da geht ins Nichts. Oder? Ach, Abseits. Wie kann denn kein Drehball der volle Döner wieder im Abseits stehen? Oh. Und natürlich auch wieder so ein Leckerspiel, das ist auch immer das Geilste. Hab ich am meisten Bock drauf. Aber wir können immer noch aufsteigen über die letzten beiden Spiele. Was? Stürmerfoul oder was? Na, alles klar. Den hauen wir jetzt einfach vor, weil wir kriegen eh keinen Angriff mehr zustande. Glaube ich, oder? Kommen wir noch ein? Ich weiß es nicht. Oh, wieder. Das war jetzt eindeutig. Ich habe jetzt den Ball nur verloren wegen dem Scheiß-Lag. Weil nämlich die Eingabe, die ich machen wollte, die kam nämlich nicht an. Weil genau in dem Moment das Lag war und deswegen, ja, wenn man eine Eingabe direkt im Lag macht, dann reagiert das halt nicht. Und genau das war gerade das Problem. Richtig geil. Oh, so ein Wichsspiel wieder. Das kotzt mich an, nämlich diesen Scheiß-Lags. Ich will nicht sagen, dass ich ohne die Lags gewonnen hätte oder dass ich ohne die Lags unentschieden gespielt hätte, aber es wäre auf jeden Fall angenehmer und einfacher und anders gewesen. Und wahrscheinlich ist beim Gegner der Torwart wieder der beste Spieler. Was? Noch vier Paraden? Hatte da nicht mehrere und total krasse? Naja, egal. Wir haben ja noch zwei Spiele. Oder? Haben wir noch zwei? Ja, wir haben noch zwei Spiele. Aber wir müssen halt beide jetzt gewinnen. Ne? Also ein Unentschieden reicht nicht aus. Unsere erste Niederlage in der Saison. Nee, das wollte ich nicht machen. Müssten noch ein paar Managerverträge haben, sage ich doch.
Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und da hoffentlich werden wir dann gewinnen. Also, ja, wir können halt leider noch kein Spiel machen mit der Bundesliga, weil die sind mir noch nicht. Ja, wobei, die scheinen fitter zu sein, als ich gedacht hätte. Wenn ich das richtig sehe. Ja, 95, 98, das ist absolut okay. Dann spielen wir auf jeden Fall in der Bundesliga, weil ich habe immer das Gefühl, dass Inform Kruse viel geiler ist als Morata und lieber Tore schießt. Von daher. Also das nächste Spiel in der Bundesliga. Daumen nach oben. Tschö, tschö.